Hallo Freunde, ich grüße euch. Wir möchten heute über Intuition sprechen, über eure Intuition. Ich gebe euch drei Beispiele, zeige euch jeweils eine Stellung für 5 bis 10 Sekunden und ihr müsst innerhalb dieser 10 Sekunden über eure Intuition entscheiden, wer steht eigentlich besser. Dabei wisst ihr gar nicht, wer am Zug ist. Das ist unabhängig davon. Und genau, und dann gucken wir mal, worauf wir achten sollten, was die Faktoren sind, die unsere Intuition vielleicht beeinflussen können. Also, los geht's. Und damit herzlich willkommen beim Schachstrategen. Schön, dass du da dabei bist. Für alle Neuen auf diesem Kanal, ich bin Jürgen, der Schachstratege, und ich möchte euch mein Wissen vermitteln, um dieses schöne Spiel, in diesem schönen Spiel besser zu werden. Dabei dreht es sich hier nicht um die reine Unterhaltung, sondern ihr müsst schon selber was machen, euch ein bisschen anstrengen, ein bisschen nachdenken. Wem das nicht zu anstrengend ist, ja, und wer sich da nicht zu schade für ist, der ist hier bestens aufgehoben. Also, Intuition. Was machen wir damit? Zunächst einmal, oder worauf achten wir, wenn wir irgendeine Stellung haben? Worauf achten wir im Schach? Nun, Intuition selber ist ja erstmal eine Ansammlung von Erfahrungen, und da sammelt natürlich jeder seine eigenen Erfahrungen. Deswegen, das ist schwierig zu verallgemeinern. Aber beim Schach sollte man natürlich auf ein paar Dinge achten vielleicht. Ja? Und das sind ja immer die Klassiker, wie Königssicherheit, Aktivität der Figuren oder vielleicht Bauernstrukturen, Bauerndurchbrüche, sowas. Und dieses Zusammenspiel aller Faktoren, das ergibt dann irgendwie ein Gesamtbild. Und dann daraufhin müssen wir uns irgendwie entscheiden, alles klar, wer steht besser. Und ja, unabhängig davon, wer am Zug ist, das ist, wenn es eine ausgeglichene Stellung ist, dann mag es natürlich ein Unterschied sein, wer am Zug ist, überhaupt keine Frage. Aber wir wollen uns heute mal Beispiele angucken, wo ich hoffe, dass ich eure Intuition ja, nicht hereinlegen kann, ja, aber herausfordern kann. Und wir schauen mal das erste Beispiel an. Dann wird es, glaube ich, klarer. Und zwar blende ich das hier für 10 Sekunden ein. Und dann müsst ihr euch entscheiden anhand von verschiedensten Faktoren, wer steht eigentlich hier besser. Also. Ja, Freunde, das war das erste Beispiel. Und natürlich jetzt, ich hoffe, ihr habt die Stellung jetzt nur vor Augen und so. Ja, ist natürlich auch nicht immer ganz einfach. Aber hier war natürlich sehr, sehr offensichtlich, dass die schwarzen Figuren viel weiter vorne standen. Der Turm war aktiv. Ja? Wir schauen uns das nochmal an. Der Turm steht viel aktiver. Der König steht viel aktiver. Der weiße Turm steht hier rum. So viele Schwächen. Ja, der König ist sehr, sehr passiv. Und hier ist es unabhängig davon, wer am Zug ist, es kann nur Schwarz besser stehen. Ob es zum Gewinn reicht, ist ja wieder eine ganz andere Sache. Aber es kann nur Schwarz besser stehen, ja, dass hier der Bauer vielleicht mal fällt, der König hier reinkommt, die Bauern vorkommen, der Turm kann hier ein bisschen pendeln, der König von Weiß ist eben einfach super inaktiv. Ja, und Aktivität der Figuren ist hier natürlich das komplette Schlüsselwort. Und das hoffentlich war ein relativ einfaches Beispiel für euch. Wir schauen uns ein zweites Beispiel an. Und hier, ja, unabhängig davon, ja, wer am Zug ist, ihr müsst entscheiden, wer steht besser. Na, das war jetzt schon etwas schwieriger, weil es natürlich viel mehr Figuren beinhaltete und wir mussten viel mehr Faktoren zusammenkriegen in der Kürze der Zeit. Ne? Und in dieser kurzen Zeit kann man ja gar nichts berechnen in dem Sinne. Ne? Deswegen Intuition. Und wir schauen mal, hier ist, glaube ich, naja, zumindest die Königssicherheit von ist zumindest ein bisschen unterschiedlich. Beide sind nicht super safe, aber ich glaube, der Schwarze ist vielleicht noch eher in Gefahr, aber minimal. Was haben wir noch? Figuren. Der Springer F5 steht gut. Der Turm ist auf der offenen Linie. Dafür steht dieser Läufer hier gut. Ja, dieser Läufer steht hier gut. Also relativ spannende Sache. Aber der Schlüssel oder der Key
liegt hier in diesem Bauernhof D6. Und der ist natürlich ein Freibauer, der hier auch Felder wegnimmt, dass das Stützpunkt Einbruchsfeld E7 vielleicht mal unterstützt. Vor allem aber dieser Turm ist super, super passiv. Und selbst wenn hier gar nicht konkret taktisch irgendwie ein Ausmarkzug drin ist, der hier auch nicht drin ist oder so, aber Schwarz kann einfach viel, viel schwieriger ziehen, ja, weil der Turm einfach super passiv ist und der weiße Turm super aktiv ist. Ja, dieser Bauer kann mal schwach werden. Ja, und dann ist eben diese Königssicherheit hier etwas anfälliger. Und in der Summe kann hier nur Weiß besser stehen, wegen der Aktivität und der Königssicherheit. Okay, das war schon etwas kniffliger für die Zeit. Wir schauen mal ein drittes Beispiel. Und jetzt bin ich mal gespannt. Achtung! So. Na, was ist euch aufgefallen? Oh, das sah nach einem Endspiel aus, schon wieder kompliziert an sich. aber schaut mal, als erstes ist wahrscheinlich hier dieser Freibauer aufgefallen. Und viele haben jetzt vielleicht die Idee, oh, da muss ja Weiß gut stehen, weil dieser Freibauer hier ein Garant für einen Sieg ist. Ne? Na, so weit sind wir noch nicht. Ein Faktor ist hier auch, dass Schwarz diese 2 zu 1 Mehrheit hat. Ein weiterer Faktor ist, dass Schwarz die Linie hat. Und aber der Hauptschlüssel sozusagen besteht darin, dieser Freibauer kann blockiert werden mit diesem Springermanöver, ziemlich einfach sogar, standardmäßig. Und dann ist der Schlüsselfaktor, dass dieser Springer, wenn der hier auf D6 auftaucht, er greift auch den E4 an. Dieser Läufer ist einfach super, super passiv und schlecht sozusagen. Und die Frage ist, wer steht besser? Und hier muss man ganz klar sagen, obwohl Weiß diesen Freibauern hat und unabhängig davon, wer am Zug ist, hier würde, also ich persönlich, lieber mit Schwarz spielen wollen. Der Springer blockiert alles. Ja, ich kann dann mit F5 hier den Bauern fixieren, den ich angreifen kann. Ich habe die Linie, ich kann hier über C5, ich kann hier verdoppeln, ich kann diese Mehrheit in die Waagschale werfen. Ich kann dann meinen König auch irgendwie entsprechend aktivieren und Weiß ist so ein bisschen gebunden, hauptsächlich aber wegen diesem Läufer, weil der einfach nicht gut ist. Und wenn man das erkennt, dass der Läufer nicht, ist natürlich noch keine Gewinnstellung für Schwarz, aber Schwarz steht eben deutlich besser. Ja, das waren drei Beispiele, ja, wo ich mal eure Intuition abfragen wollte. Und ich fand die sehr, sehr lehrreich. Gerade dieses dritte mit diesem Freibauern, ja, und dass der Springer gegen den Läufer besser ist und so, fand ich sehr, sehr spannend. Alles klar, Freunde, dann sind wir durch für heute. Kurzes, knappes Video. Ich hoffe, eure Intuition hat euch nicht im Stich gelassen. Danke für eure Zeit. Bis zum nächsten Mal. Und wer noch mehr zu diesem Thema wissen will, der schaut sich gerne links dieses Video an. Oder schaut sich ansonsten einfach noch weiter auf meinem Kanal um. Vielen Dank fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.